Ich bin hier nicht im Zoo, sondern auf einem Forschungsgelände der Uni Zürich. Und die Alpakas haben wie alle Tiere aus der Kamelfamilie eine Besonderheit. Als einzige Säugetier verfügen sie über eine Wunderwaffe in der Humanmedizin, die Menschen das Leben retten kann. Auch hier in der Schweiz. Die Familie der Kameliden. In ihrem Blut steckt die Hoffnung für viele kranke Menschen. Diese junge Frau konnte von den Tieren bereits profitieren. Sandra, ist dir bewusst, dass du so ein bisschen Alpaka in dir hast, oder? Ja, das habe ich jetzt in diesem Rahmen erst erfahren. Konkret geht es um winzige Fragmente, sogenannte Nano-Antikörper. Kameliden sind die einzigen Säugetiere, die diese bilden können. Eine Revolution in der Medizin. Anfangs wurden wir belächelt, weil wir mit Alpakas forschen. Heute ist diese Arbeit so wichtig geworden, dass es alle verstehen. Tatsächlich können die Antikörper aus dem Blut der Tiere gegen Krebs oder Alzheimer eingesetzt werden. Jetzt ist es möglich, direkt auf Krebszellen zu zielen und gesundes Gewebe zu schonen. Siehst du, wie der Nano-Antikörper aus den Gefäßen tritt? Er überwindet die Blut-Hirn-Schranke. Die Universität Zürich hält sich eine Herde Alpakas, um die begehrten Antikörper herzustellen. Wenn natürlich das nachher am Schluss gegen eine Krankheit eingesetzt werden kann, dann kann das Millionen wert sein. Ja, klar. Das Blut der Kameliden als Chance für die Medizin. Die Sendung führt mich aufs Gelände vom Agrovet Strickhof, eine gemeinsame Forschungsplattform von der Universität Zürich, der ETH und dem Kanton Zürich. Bei der Tierweide habe ich mit zwei Wissenschaftlern abgemacht, die mit Alpakas arbeiten und Nano-Antikörper herstellen. Adrian, sag mir doch bitte in einfachen Worten, was haben die Alpakas, die so einzigartig macht? Was können die? Also die Alpakas, die haben ein Teil von einem Immunsystem, das keine anderen Säugetiere haben. Nämlich sie produzieren sogenannte Nano-Antikörper. Das sind ganz kleine Antikörper, die spezielle Funktionen haben. Und für uns sind das wunderbare Werkzeuge für die Forschung, für die Medizin, für die Diagnostik. Wir können die Antikörper aus diesen Tieren sozusagen rausholen. Wir können sie im Labor reproduzieren. Wir können sie in Bakterien produzieren, in Mengen, die eigentlich fast unlimitiert sind, und sie sind wirklich fantastische Werkzeuge für uns. Adrian Hehl ist Direktor der Nanobody Service Facility und er ist Leiter der Forschungsgruppe Molekulare Parasitologie. Sascha, diese Alpakas, sind für dich das einfach irgendwelche Forschungsmitarbeitende oder hast du eine Beziehung zu diesen Tieren? Haben die Namen? Das sind für uns keine Objekte. Sie leisten Außerordentliches für die Forschung. Sie haben alle einen Namen und einen eigenen Charakter. Sie bedeuten uns sehr viel. Sascha Stefanic ist Leiter und Mitbegründer der Nanobody Service Facility. Der gebürtige Kroate ist Tierarzt mit Vertiefung in Zellbiologie. Seit 2012 produziert er Nano-Antikörper. Aktuell ist er für 9 Alpakas verantwortlich. Für die Alpakas hier auf der Wiese ist heute ganz ein besonderer Tag. Was passiert denn heute mit denen? Was wir heute mit den Tieren machen, ist eine Immunisierung. Also wir injizieren ihnen ein Antigen, so wie bei einer Impfung. Und das machen wir mehrmals. Und dadurch wird ihr Immunsystem stimuliert und die Produktion dieser Antikörper und die Reifung dieser Antikörper kommt in Gang. Und dann gibt es einen zweiten Prozess, den sie durchmühen, oder? Yes. Auch heute. Heute regen wir nicht nur ihr Immunsystem an, sondern nehmen bereits auch ein bisschen Blut für eine Verlaufskontrolle. Am Ende des Zyklus werden wir dann mehr Blut abzapfen, die Immunzellen isolieren und aus ihnen die genetischen Informationen kopieren. Daraus entsteht später im Labor eine Art Bibliothek mit allen Informationen der verschiedenen Antikörper und Nano-Antikörper. Der Prozess von der Immunisierung dauert 6 bis 8 Wochen. In dieser Zeit kommen die Tiere 4-mal eine Spritze über und es wird 4-mal Blut genommen. Eben, um den Immunstatus zu überprüfen.
Ganz am Schluss wird Blut abgezapft für die Ernte der Nano-Antikörper. Auf der Wiese ist das natürlich etwas schwierig, darum verschieben wir uns in den Stall. Die Geschichte der Nano-Antikörper beginnt 1989 mit einer zufälligen Entdeckung. Molekularbiologe Serge Muldermans arbeitet damals im Fachbereich für angewandte Biowissenschaften an der Freien Universität Brüssel. Gerne erzählt er seinen Studenten auch heute noch von der spektakulären Entdeckung. Vor 30, 35 Jahren haben wir hier Praktika durchgeführt. Wie Sie wissen, reagiert unser Immunsystem auf eine bakterielle Infektion mit der Bildung von Antikörpern. Die Antikörper binden sich an das Bakterium und vernichten es. Antikörper sind Schlüsselelemente unseres Immunsystems. Sie werden produziert, um Fremdkörper, die in den Organismus eindringen, zu erkennen und zu eliminieren. An jenem Tag hatten die Studenten die Aufgabe, Antikörper aus Blut zu isolieren und zu identifizieren. Die Angst vor einer Ansteckung mit Hepatitis oder HIV war Ende der 80er Jahre groß. Die Studenten weigerten sich, eigenes Blut oder Blut der Kollegen zu verwenden. Und für ein einfaches Praktikum wollten sie auch keine Maus töten. Im Gefrierschrank gab es zum Glück noch Dromedarblut. Ein willkommener Ersatz. Die Studierenden machten sich an die Arbeit und wurden überrascht. Neben den klassischen Antikörpern fördert das Experiment andere Antikörper mit einem viel geringeren Molekulargewicht zutage. Ihr Molekulargewicht betrug nur 90.000. Das war außergewöhnlich. Das hatten wir noch nie. Nicht bei Menschen, Kaninchen, Mäusen, Krokodilen, egal welcher Art. Normalerweise liegt das Molekulargewicht von Immunglobulin immer bei 160.000. Die Studierenden hatten einen bislang unbekannten Antikörper entdeckt. Einen Antikörper, der in der Welt der Lebewesen bis dato unbekannt war. Sein Molekulargewicht ist so gering, weil er nur zwei Aminosäurenketten hat, anstatt vier Ketten wie ein herkömmlicher Antikörper. Um sicher zu sein, wurde das Experiment wiederholt. Mit Blutproben von Kamelen, Lamas und Alpakas aus dem Brüsseler Zoo. Tatsächlich hatten alle neben den klassischen Antikörpern auch diese Mini-Antikörper. Die Wissenschaftler rätselten, ob es sich um Überreste eines primitiven Immunsystems handelt oder um tatsächlich funktionierende Antikörper. Um das herauszufinden, brauchten die Forscher ein lebendes Tier. Reagiert sein Immunsystem, wenn ihm ein Fremdkörper, zum Beispiel ein Virus, gespritzt wird, indem es diese sonderbaren kleinen Antikörper produziert? Der Brüsseler Zoo stellte kein Tier zur Verfügung. Improvisation war gefragt. Ein marokkanischer Techniker der Universität hat in seinen Ferien ein Antigen nach Marokko gebracht und es einem Dromedar seines Onkels injiziert. Eineinhalb Jahre später hat er die Blutproben zurück nach Belgien gebracht. Endlich konnten die Wissenschaftler das Blut des Tieres testen. Für die Kamera stellen sie das Prozedere von damals noch einmal nach. Serge Muldermans erinnert sich an den alles entscheidenden Moment. Wenn wir hier keine Antwort haben, bedeutet das, dass das Kamel nicht in der Lage ist, eine Immunantwort gegen das Antigen, gegen den Impfstoff zu erzeugen. Dann hat es keinen Sinn, weiterzumachen. Nach einer halben Stunde verfärbten sich die Proben gelblich. Der Beweis, dass die Mini-Antikörper funktionstüchtig waren. Das hieß, das Dromedar aus Marokko hatte tatsächlich die ungewöhnlichen Antikörper neu gebildet.
Nun ist das Interesse von Serge Muldermans vollends geweckt. Er erforscht die Beschaffenheit des Antikörpers aus dem Dromedar und entdeckt an seinem Ende eine seltsame Spitze. Dieser variable Teil passt sich an verschiedene Viren, Bakterien oder andere Antigene an, um sich an sie zu heften. Der Wissenschaftler zeigt, dass dieser Teil des Antikörpers von seiner Basis gelöst werden kann, ohne dass er Schaden nimmt. Dieses winzig kleine Antikörperfragment erweist sich als extrem robust im Kampf gegen Bakterien oder Viren. Ein Nanokörper, dessen Größe, Widerstandsfähigkeit und Bindungseigenschaften ein vielversprechendes Werkzeug für die medizinische Wissenschaft ist. So etwas vergisst man natürlich nie. Das ist wie die Geburt eines Kindes. Daran erinnert man sich. Nun kann mit dieser Entdeckung Feldforschung betrieben werden. Vorsichtshalber melden Serge Muldermans und sein Team 1993 ein Patent an, das die kommerzielle Nutzung für 20 Jahre untersagt. Durch einen Artikel in der renommierten Zeitschrift Nature hat der kleine Kameliden-Antikörper mit seiner abnehmbaren Spitze anschließend sein Coming-out. Im Stall ist inzwischen die Bewegung in die Alpaka-Herde gekommen. Der Sascha trennt den 6-jährigen Hicks vom Rest der Gruppe. Jetzt kommt das Alpaka-Männchen einen Stoff gespritzt über, der sein Immunsystem in Gang bringt. Jämmerlt ein bisschen rum, also gerne hat es nicht, oder? Aber man sieht generell, dass sie ruhig waren und keine Stresszeichen haben. Ja. Also. Was genau gespritzt wird und wer der Auftraggeber ist, das bleibt ein Forschungsgeheimnis. Ist gut. Jetzt nimmt Sascha noch Blut und kommt so zu den begehrten Antikörpern. Der Hicks findet das jetzt gerade nicht so lässig. Manche Tiere sind größere Jammerer, manche sind tapferer. Ein Tier haben wir sogar Drama Queen getauft. Aber krank wird das Tier nicht davon. Wir haben 12 Jahre Erfahrung. Die ersten Tiere, die wir gekauft haben, sind jetzt 13 Jahre alt. Alle Tiere sind bei bester Gesundheit. Das macht ihnen also nichts. Im Schnitt muss jedes Alpaka für das Geschäft mit der Medizin einmal im Jahr anheben. Kann man in Geld den Wert von dem Blut bemessen? Also man könnte, ja. Je nach Produkt. Wenn natürlich das nachher am Schluss kommerzialisiert wird, gegen eine Krankheit kann eingesetzt dann werden. Dann kann das Millionen wert sein. Ja, klar. Aber das kann auch eigentlich null wert sein. Monetär, aber Erkenntniswert kann sehr hoch sein. Zum Beispiel in der Grundlagenforschung, dass man aus dem neue Erkenntnis kann gewinnen kann, die ihm nachher einen Schritt weiterhilft. Mhm. Lass mich noch etwas fragen, weil das treibt mich schon die ganze Zeit um, seit ich da bin. Warum haben das nur die Kamelfamilie? Eine Möglichkeit ist, dass es einfach ein glücklicher Zufall ist, dass es quasi aus einer Mutation entstanden ist und nachher fixiert wurde, weil es den Tieren, die Mutation hatten, Vorteile geboten hat. In der Regel ist es eine bessere Reaktion auf Krankheitserreger. Und das führt nachher dazu, dass die Tiere mit dieser speziellen Mutation, die diese speziellen Antikörper machen, nachher mehr Nachkommen haben. Und dadurch wird die Eigenschaft fixiert in der Population. Die Wissenschaft hat noch eine weitere Hypothese, was die Tiere aus der Kamelfamilie so widerstandsfähig gemacht hat. Die Spurensuche führt nach Kasachstan. Hier sind Kamele seit jeher Teil der Landschaft und der Kultur des Landes. Sie werden in Herden gehalten und wandern meist frei über die riesigen Graslandschaften. Die Bedingungen der Steppe sind hart. Die Kamele profitieren hier vor allem von ihrer Ausdauer und Zähigkeit. Das Kamel ist eine Maschine, die an extreme Bedingungen angepasst ist. Extreme Hitze, extreme Trockenheit, extreme Unterernährung. Trotzdem ist es selten krank. Es ist also ein Tier, das an Bedingungen angepasst ist, die alles andere als komfortabel sind.
Augenfälliges Merkmal ist sein Höcker. Viele Leute denken, dass er ein Wasserspeicher ist. Das ist aber falsch. Es ist ein Energie- und Fettspeicher. Der Rest des Körpers ist relativ fettfrei und kann Wärme deshalb gut ableiten. Es kann mehr als 3 Wochen ohne Wasser auskommen und sich in den trockensten Umgebungen ernähren. Es kann Dinge fressen, die Dornen haben. An der Innenseite der Wangen hat es Horn, das ist sehr stark. Es kann also Dornen, Disteln oder Brennnesseln fressen, alles. Und es kann Gräser vom Boden fressen, aber auch Blätter von Pflanzen, die 2,5 Meter hoch sind. Es verwertet also verschiedene Florenschichten in einem bestimmten Lebensraum. Die Tiere haben noch einen weiteren Vorteil, ihre Milch. Es existieren viele Legenden über die Kräfte dieser Milch. Auch die Wissenschaft interessiert sich dafür. Die Biochemikerin Gauka Konuspajewa nimmt regelmäßig Proben, um mehr über die messbaren Eigenschaften der Milch zu erfahren. Dieses Speziallabor befindet sich in der Nähe der Kamelfarm und ermöglicht es, Analysen an möglichst frischer Milch durchzuführen. Die Arbeit der Biochemikerin hat das Wissen über die Zusammensetzung der Milch bereits auf den Kopf gestellt und das Geheimnis einiger ihrer Fähigkeiten gelüftet, zum Beispiel über ihren Vitamin-C-Gehalt. In Kuhmilch liegt er zwischen 40 und 60 Milligramm pro Liter. Lächerlich im Vergleich zu Kamelmilch. Ich habe herausgefunden, dass es in nicht gefrorener, nicht abgekochter Kamelmilch einige Proben gab, die bis zu 450 Milligramm Vitamin C enthielten. 10-mal mehr, ein außergewöhnlicher Wert. Die Mutter gibt ihrem Neugeborenen eine Waffe als Schutz mit auf den Weg. Das Kamel hat offenbar ein ganzes Arsenal an Verteidigungs- und Überlebensstrategien entwickelt. Und an der Spitze thront ziemlich sicher der Nano-Antikörper. Die Besonderheit des Immunsystems, die die geringe Anfälligkeit des Kamels auf bestimmte Infektionskrankheiten erklärt. Zurück im Laborgebäude auf dem Strickhof. Da fängt die Arbeit der Forscher eigentlich erst an. Jetzt geht es darum, die Nano-Antikörper herauszufiltern, die für die jeweilige Kundschaft am geeignetsten sind. Ein aufwendiger und komplizierter Prozess. Und hey, ehrlich, zum Verstehen, was da im Detail passiert, braucht es, glaube ich, schon einen Doktortitel. Sascha, was passiert denn jetzt mit dem Blut, das ich da in den Röhrchen von den Alpakas aus dem Stall gebracht habe? Jetzt müssen wir die weißen Blutzellen isolieren und die genetischen Informationen, die die Alpakas produziert haben, aus ihnen kopieren und in unsere Bibliothek integrieren. Dann hat man also die Bibliothek mit all diesen Informationen. Jetzt ist aber noch nicht fertig. Genau. Im nächsten Prozess tun wir nachher aus dieser riesigen Vielfalt tun wir die 12 bis 20 starken Antikörper rausselektionieren. Stark heisst, sie binden sehr präzise gegen unser Zielantigen und sie binden sehr stark gegen unser Zielantigen. Wie aufwendig ist das? Das ist ein anspruchsvoller Prozess, weil wir keine Informationen aus dem Material verlieren wollen, das die Alpakas generiert haben. Wir müssen für die Qualitätssicherung sehr sorgfältig mit dem Material umgehen. Der ganze Prozess inklusive Immunisierung der Tiere dauert mindestens 4 bis 6 Monate, bis wir gute Nano-Antikörper haben für ein Projekt. Okay, das ist also ein teures, wertvolles Gut. Und wer sind eure Kunden? Wer hat Interesse an dem? Also, das Ganze ist ja aus der Akademie herausgekommen. Also, unsere ersten Kunden waren wir selber. Ja. Und dann haben wir das entwickelt für andere Kolleginnen und Kollegen aus der Akademie. Das war eigentlich lange Zeit unsere Hauptkundschaft gewesen. Jetzt nachgeraden hat aber die Industrie, lokal, aber auch international, also Pharma, Pharma ja, genau, ja. Hat Interesse bekommen an unserem Angebot. Wir haben einen sehr guten Ruf. Im Business, wir sind die einzigen Anbieter in der Schweiz. Vor über 30 Jahren hat man die Nanobodies entdeckt und langsam kommen so die ersten Medikamente. Warum hat das so lange gedauert?
Arzneimittel herstellen ist ein langwieriger Prozess. Normalerweise dauert er mindestens 15 Jahre. Nach der Entdeckung der Nano-Antikörper vor gut 30 Jahren brauchte es noch einiges an Forschung. Im Moment sind viele Nano-Antikörper in der letzten Phase von klinischen Studien. Deshalb erwarten wir, dass immer mehr Nano-Antikörper für den Markt zugelassen werden. Erst 20 Jahre nach der Entdeckung der Nano-Antikörper und dem Wegfall des Patentschutzes kam 2014 Bewegung in die Grundlagenforschung. Antonella Fioravanti forschte damals an einer seltenen, aber bis heute potenziell tödlichen Krankheit, Anthrax, auch Milzbrand genannt. Die Krankheit befällt alle warmblütigen Tiere, uns Menschen eingeschlossen. Sie kommt überall auf der Welt vor. Und es gibt drei Ansteckungswege, über die Haut, die Atemwege und den Darm. Eine Infektion ist sehr schwer zu behandeln. Die Infektion über die Atemwege ist besonders tödlich. Anthrax ist deshalb auch als Biowaffe immer wieder im Gespräch. Da es sich um ein krankmachendes Bakterium handelt, hat das Labor eine besondere Sicherheitsstufe. Hier ist eine Kolonie Bacillus anthracis. Ich entnehme Sporen und bereite ein entsprechendes Medium vor, auf dem sie wachsen können. Antonellas Interesse gilt einer besonderen Eigenschaft dieser Bakterien. Bacillus anthracis besteht aus länglichen Stäbchen, die Ketten bilden. Sie sind von einer Rüstung aus Proteinen umgeben, die wie ein Exoskelett funktionieren. Entfernt man die Rüstung, werden die Bakterien sehr elastisch und verlieren ihre Steifheit. So kam ich auf die Idee, was, wenn ich ihren Panzer zerstören könnte? Die Forscherin erinnert sich an die Nanokörper aus den Kameliden. Vielleicht sind sie aufgrund ihrer winzigen Größe in der Lage, in die Rüstung der Bakterien einzudringen. Zum Test braucht es ein Lama. Sie injiziert dem Tier das Protein, aus dem der Panzer besteht. Innerhalb weniger Monate liefert es Nanokörper, die spezifisch auf dieses Protein abzielen. Antonella Fioravanti bringt sie dann mit den Bakterien zusammen. Das Ergebnis verblüfft. Links sind unbehandelte Zellen. Ihre Oberfläche ist glatt. Behandelt man sie mit Nanoantikörpern, werden sie faltig und fallen in sich zusammen. Nanoantikörper schaffen es, das Protein der Rüstung zu neutralisieren. Ohne die Unterstützung seines Exoskeletts zerfällt das Bakterium. Die Nanoantikörper sind der Schlüssel. Sie können in den Panzer eindringen und ihn zerlegen. Und zwar nur, weil sie so klein sind. Durch ihre Entdeckung ermutigt, will die Forscherin alles an lebenden Mäusen testen. Wir haben die Mäuse mit Anthrax infiziert. Dann erhielten sie 6 Tage lang zweimal täglich die Nanoantikörper. Ehrlich gesagt, dachten ich und mein Kollege Philippe, dass die Mäuse sterben würden. Doch dann begannen die Mäuse sich zu erholen. Und am Sonntagmorgen rief Philipp mich an, um mir zu sagen, sie leben. Nur in der Kontrollgruppe waren alle tot. Ich hüpfte vor Freude. Das war groß, es funktionierte. Nanoantikörper gewonnen aus einem Lama als Antwort auf das tödliche Anthrax-Bakterium. Bis das erste Medikament auf den Markt kam, hat es noch ein paar Jahre gedauert, nämlich bis 2019. Und dann kam das Mittel, das Sandra Spöri ziemlich sicher das Leben gerettet hat. Sandra, sag mal, ist dir eigentlich bewusst, dass du so etwas wie, ja, man kann sagen, ein bisschen Alpaka in dir hast, oder? Ja, das habe ich jetzt in diesem Rahmen erst erfahren. Also erst durch unsere Sendung? Genau, ja. Vorher nicht gewusst? Nein. Das habe ich nicht gewusst, das war mir nicht bewusst.
Sandra Spörri ist 33 Jahre alt. Seit 2 Jahren leidet sie an der seltenen Blutgerinnungsstörung ATTP. Zur Behandlung wurde ihr der Nanoantikörper Caplacizumab gespritzt. Die Blutgerinnungsstörung ist bei Sandra quasi über Nacht gekommen. Du hast ja eine lebensbedrohliche Bluterkrankung gehabt. Wie hast du das gemerkt? Was hast du für Symptome gehabt? Ich war aussinnig müde. Ich hatte sehr starke Kopfschmerzen, die ich mit Medikamenten nicht weggebracht habe. Und ich habe am linken Bein Hämatome bekommen. Mhm. Aber dort war ich am wenigsten beunruhigt. Ja. Was eigentlich am schlimmsten war, ist wirklich, als ich gelaufen bin, habe ich wie meine Beine nicht mehr richtig bewegen. Ich habe auch am ganzen Körper so eine linksseitige Lähmung bekommen. Und irgendwann habe ich da wirklich auch das Bewusstsein verloren. Also ich war richtig apathisch, habe nicht mehr reagiert. Mundwinkel sind abgehangen. Man hat dich sozusagen in der letzten Sekunde dann gerettet. Und als du dann ins Spital gekommen bist, wie hat man dich behandelt? Also, das habe ich alles nicht mehr mitbekommen, weil dort war ich auch nicht mehr bei Bewusstsein. Mhm. Ich weiss nur noch, dass ich dort auf der Intensivstation verwacht bin. Das andere, ihr Blut ist verklumpt wegen einer Autoimmunreaktion. Behandlung mit Nanoantikörper hat die Blutgrinsel aufgelöst und Sandra war nach gut 2 Monaten über dem Berg. Wie geht es dir heute? Hast du noch irgendwelche Symptome? Nein, also mir geht es gut. Ich merke nichts. Also, das ist super. Und es ist halt einfach, sobald ich einen Schub habe, habe ich erst Symptome. Also es kann wieder kommen? Genau, ja. Was hat denn jetzt die Krankheit, dass du die hast? Was bedeutet das für Einschränkungen für dein Leben? Also einfach das Reisen ist anders. Ich muss mich jetzt vorbereiten, wenn ich reisen gehe. Das heisst, ich schaue die Notrufnummer von jeweiligen Land, schreibe ich mir raus. Ich schaue, welches Spital könnte mich behandeln, falls ich jetzt einen Schub bekäme. Mhm. Und ich habe meistens noch Schreiben von meinem Arzt dabei, was ich für eine Krankheit habe, wie man es behandeln kann. Und das alles gebe ich dann an meine Reisebegleitung, einfach für den Fall der Fälle. Ja. Jetzt sag mal, dass du überhaupt noch da stehst, dass es dich so noch gibt. Das hat schon da ein bisschen, mit deinen Kollegen zu tun auf der Weide. Was fühlst du, wenn du dich anschaust? Also ich finde es unherzig. Also es ist jetzt noch cool, dass es von innen kommt, ja. Muss ich sagen, weil es sind wirklich unherzige Tiere. In Frankreich forscht auch Immunologe Pierre Lafaye mit Alpakas. Anfangs wurden wir belächelt, weil wir mit Alpakas forschen. Heute ist diese Arbeit so wichtig geworden, dass es alle verstehen. Ich impfe sie gegen verschiedene Proteine, vor allem gegen Alzheimer. Den Immunologen interessieren die Antikörper, die das Tier gegen das charakteristische Protein der Alzheimer-Krankheit bildet. On peut faire des anticorps à la fois. Wir können Antikörper gegen Covid, gegen Zika und seit kurzem auch gegen Affenpocken herstellen. Meine Forschung konzentriert sich auf Alzheimer. Wir versuchen, spezielle Alzheimer-Antikörper für die Diagnostik und später auch für die Therapie zu entwickeln. Pierre Lafaye und sein Team suchen die Nanokörper, die in der Lage sein könnten, bestimmte charakteristische Degenerationen im Gehirn zu erkennen. Von den rund 100 Millionen geernteten Alpaka-Nanokörpern bleiben nach einem aufwendigen Selektionsverfahren nur 2 übrig, die für die weiteren Experimente in Frage kommen. Alzheimer beeinträchtigt zunächst das Gedächtnis und verursacht später auch in den übrigen Bereichen des Gehirns irreversible Schäden. Damit die existierenden Behandlungsmöglichkeiten wirken, muss die Krankheit so früh wie möglich erkannt werden. Es ist entscheidend, die Proteinablagerungen, die das Gehirn nach und nach verkleben, möglichst schnell zu entdecken. Und dafür kommen die Nanokörper zum Einsatz. Die Maus liegt schon unter dem Mikroskop. Hier wird überprüft, ob die Nanokörper die Blut-Hirn-Schranke, die das Gehirn schützt, überwinden können. Diese Schranke trennt, wie der Name schon sagt, das Gehirn vom Blutstrom. Denn Krankheitserreger und Toxine im Blut dürfen nicht ins Gehirn gelangen. Der Nachteil dieser Schranke ist, dass auch wichtige Moleküle wie Antikörper nicht passieren können, außer vielleicht Kamelantikörper. Und tatsächlich macht ihre geringe Größe auch hier den Unterschied. Du siehst, wie der Nanoantikörper aus den Gefäßen tritt. Er überwindet die Blut-Hirn-Schranke,
diffundiert langsam und lagert sich an die Ablagerungen an. Toll, die Plaques sind wirklich gut zu sehen. Vor wenigen Jahren noch undenkbar, eröffnet dieses Verfahren nun neue Perspektiven für die Behandlung der Alzheimer-Erkrankung. Es gibt sicher eine Zukunft für diese Nano-Antikörper, denn sie können mit Elementen der Magnetresonanztomographie gekoppelt werden. So können wir eine frühzeitige Diagnose stellen und den Nutzen verschiedener Therapien auf den Rückgang der Schädigungen verfolgen. Und auch in der Krebsforschung entstehen durch die Nano-Antikörper viele neue Ansätze. Zwar gibt es heute zahlreiche Krebstherapien, doch mangelt es ihnen oft an Präzision. Die Chemotherapie greift nicht nur kranke, sondern auch gesunde Zellen an. Die Forscher suchen nun nach viel gezielteren Behandlungsmethoden. Manche sollen das Tumorwachstum hemmen, andere die Krebszellen zerstören. Einmal mehr in Belgien nutzen Wissenschaftler die besondere Fähigkeit der Nanokörper, sich an andere Moleküle zu heften, um eine Verbindung mit einem radioaktiven Isotop einzugehen. Die Therapie befindet sich noch in der Testphase. Doch einige ihrer Eigenschaften werden bereits klinisch erprobt. Zunächst wird der Nanokörper mit einem sehr schwachen radioaktiven Marker gekoppelt. Dessen Aufgabe ist es, kranke Zellen zu erkennen und sich an sie zu binden. Hier sehen wir einen Lymphknoten mit hoher Aufnahme. Und das hier ist die Brustläsion, die auch eine gute Aufnahme des Markers zeigt. Ziel des Nanokörpers ist ein Protein namens HER2, das charakteristisch für gewisse Krebsarten ist. Für uns ist es wichtig zu wissen, ob der Tumor, seine Metastasen und die metastatischen Lymphknoten eine hohe HER2-Dichte aufweisen. Denn so wissen wir, ob die Patientin auf die Therapie ansprechen wird. Ein weiterer Vorteil. Denn die Therapie lässt sich auf diese Weise an die Art des Krebses anpassen und der Krankheitsverlauf kann genau beobachtet werden. Langfristig wollen die Forscherinnen und Forscher den Nanokörper jedoch mit einer stärkeren radioaktiven Ladung ausstatten. Der Nanokörper befindet sich im Tumor. Wenn wir denselben Nanokörper mit einem therapeutischen Radioisotop koppeln, kann man damit den Tumor bestrahlen. So kann man also direkt auf Tumorzellen abzielen und das gesunde Gewebe schonen. Das Potenzial ist riesig. Wie sieht denn die Nachfrage jetzt bei euch aus? Könntet ihr schon viel mehr Alpakas im Stall haben jetzt? Ja, die Nachfrage ist sehr gut, sie ist am steigen, jedes Jahr mehr. Ja, wir könnten mehr Alpakas haben, wir vergrössern tatsächlich auch die Herde vergrößern und hoffen so, die Kundennachfrage können zu decken. Merci fürs Interesse. Mehr Gesundheitsthemen gibt es auf unserer Plattform PlaySRF. Und wenn ihr von uns mehr wollt, wissen wollt, abonniert den Kanal und setzt die Glocke. Danke vielmals, macht's gut und bleibt gesund.